Schnell, schnell, beeilt euch. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Bitte leg dich sofort hin. Oh Mann, ich bin ja schon so aufgeregt. Natürlich werde ich mich sofort hinlegen. Hoppala. Entschuldigung. Ich meinte natürlich nicht, dass Sie sich hinlegen sollen, sondern Ihre Frau, die schwanger ist. Ach so, sagen Sie das doch gleich. Leg dich doch mal hin, Schatz. Oh Mann, ey, na schön. Ich werde das machen. Oh. Oh Mann, Hilfe, bitte. Schnell, schnell. Keine Sorge, Sie müssen sich nur ganz kurz entspannen. Ich werde mich darum kümmern. Oh Mann, wir bekommen eine Schwester. Das ist sowas von cool. Also um genau zu sein, bekommst nur du eine Schwester, Sadie. Ach ja, natürlich. Du hast recht. Ich bekomme eine Schwester. Wie sie wohl aussehen wird? Wie sie heißen wird? Wie? Das werden wir uns dann alles noch überlegen. Okay, es ist jetzt soweit. Und da haben wir es auch schon. Yeah! Juhu! Oh, da ist sie ja, meine kleine Schwester. Oh, wie süß. Ja, ganz genau, da ist sie auf jeden Fall. Geht es Ihnen soweit gut, Madame? Moment, ich muss ganz kurz... Ja, mir geht es super. Oh, wow, das ist ja eine wirklich hübsche Tochter. Mein Gott, ist die süß. Mama! Oh, sie ist ja so wunderschön. Schön blond und blaue Augen. Oh, sie wird ein Model werden und uns alle reich machen. Ja, genau. Sie wird ein Model und uns alle reich... Was? Nein, das ist meine kleine Schwester. Wir sollten uns doch eher darüber freuen, dass sie da ist und nicht, dass sie ein Model wird oder sowas. Oh ja, ich sehe schon das ganze Geld und die vielen Preise, die wir bekommen werden und die sie nicht bekommen wird. Papa? Ja, ja. Hast du irgendwas gesagt? Nein, nicht unbedingt. Also gut, ich wünsche Ihnen auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Sie werden sich schon selbst zu helfen wissen. Tschüss. So, zu meinem nächsten Kunden. Was haben Sie denn? Also ich habe tatsächlich, also, ich weiß nicht, wie man das nennt, aber... Ich bin mir ziemlich sicher, dass es mir nicht gut geht. Und ich habe deswegen entschlossen, heute zum dritten Mal zum Arzt zu gehen, weil... Hallo? Hä? Was? Ja, sehr genau. Sie brauchen ein Pflaster. Ich hole Ihnen eins. Aber Moment mal, ich habe doch noch gar nicht ausgesprochen. Oh Mann. Ich will nach Hause. Ja, ja, mein Schatz, wir bringen dich sofort nach Hause. Los, kommt mit. Ganz genau. So, dann gehen wir auch schon nach Hause. Zack, zack. Schatz, meinst du nicht, wir haben irgendwas vergessen? Was? Wovon redest du? Ich wüsste nicht, dass wir irgendwas vergessen haben. Ach ja, da war ja was. Die kleine Nervensäge. Ja, der kann natürlich auch mitkommen. Oh, das gibt's doch nicht. Kaum habe ich eine kleine Schwester, bin ich auf einmal uninteressant. Das finde ich voll fies. Bruder! Oh Mann, aber du bist wirklich schon niedlich. So, meine Kleine, da wären wir auf jeden Fall in unserem wunderschönen Zuhause. Hier wirst du Klavier spielen lernen und uns ganz schön reich machen. Ich meine, stolz machen. Genau. Jawohl, jawohl. Das sieht alles super gut aus. Klavier? Ja! Oh, das klingt wie Musik in meinen Ohren. Ganz genau, Schatz. Aber das liegt daran, dass es Musik ist. Genau, Amy. Und deswegen wollte ich dir den Pool zeigen, der... hey, wo ist sie denn hin? Ganz, ganz wunderbar machst du das. Oh Mann, nicht schon wieder. Irgendwie habe ich gerade wirklich das Gefühl, dass meine Eltern mich völlig ignorieren. Hey, Papa. Ja, ja, Piano, Piano. Na schön, dann gehe ich halt nach oben in mein Zimmer. Oh Mann, das ist mir echt zu blöd. Mann, wie soll ich denn meiner Schwester nur jemals das Wasser reichen? Ich meine, ich kann kein Instrument spielen. Das Einzige, was ich spielen kann, sind Videospiele. Oh, hey, Opa. Oh, Sadie, schön, dass du da bist. Ich habe eine ganz kurze Frage an dich. Opa, hast du schon wieder vergessen, in welchem Zimmer du gerade bist? Ja, ja, was? Genau, genau. Bratwurst mit Kartoffelpüree sind definitiv mein Lieblingsgericht. Ah, Opa, dein Zimmer ist in die Richtung, nach links. Das weiß ich doch. Dennoch danke für den Tipp, mein Kleiner, aber dein Opa ist nicht so irre, wie du denkst. Opa, da geht's nicht in dein Zimmer. Wer hat denn gesagt, dass ich in mein Zimmer gehen wollte? Mein Gedächtnis funktioniert noch einwandfrei. Wo wollte ich denn eigentlich gerade hin? In dein Zimmer? Ach ja, richtig, mein Zimmer. Wo ist denn mein Zimmer? Ach, OP. Weißt du, ich möchte mit dir über etwas reden. Ja, was denn? Wie kann ich dir helfen? Also... Hast du etwas schon wieder vergessen, wo dein Zimmer ist? Nein, du bist doch derjenige, der das immer vergisst. Ach, egal. Weißt du, ich habe irgendwie das Gefühl, Mama und Papa interessieren sich viel mehr für Amy als für mich. Das ist eine unfassbar traurige Geschichte, mein Kleiner. Aber mach dir keine Sorgen. In ein paar Jahren wird das ganz, ganz sicher völlig in Ordnung sein. Und dann werden sie sich daran gewöhnt haben. Bist du dir sicher, Opi? Aber natürlich. Und jetzt entschuldige mich. Ich muss ganz kurz mein Zimmer aufsuchen. Ja, ja, ganz genau.
Ich erinnere mich noch gut an mein Zimmer. Es war irgendwo hier wird es sein. Ach, Opi. Und das ist der Grund, warum wir darauf achten müssen. Auf irgendwas müssen wir auf jeden Fall achten. Ring, ring. Ja, was ist passiert? Ich glaube, die Schulstunde ist jetzt vorbei. Ah, ja, dann wünsche ich euch auf jeden Fall einen schönen Nachhauseweg. Ach, wartet ganz kurz, ganz kurz. Mir ist gerade eingefallen, dass die Elterngespräche heute wieder stattfinden. Ich meine, geht ja bald auf die weiterführende Schule. Und da wollte ich zu jedem einzelnen Schüler nochmal meine Meinung sagen. Oh, das ist super. Da freue ich mich auf jeden Fall voll. Genau, deine Eltern hätte ich gerne als erstes, Sadie. Genau, und die von Amy. Die von Amy? Oh, ach so, ja, die hört ja sowieso nie im Unterricht zu. Was? Oh, nichts Wichtiges. Du kannst dich ruhig wieder hinlegen. Na gut, dann gute Nacht. Alles klar, dann machen wir das sofort. Kein Problem, ich hole sie schnell. Super, alle anderen dürfen bitte rausgehen. Oh, Gott sei Dank, voll nervig die Schule. Ja, aber sowas von... Ich liebe Schule und vor allem den Kunstunterricht. Ja, so siehst du auch aus. So, da sind wir auch schon. Mama, Papa, super, dass ihr da seid. Also... Was für tolle Noten hat denn unsere kleine Amy? Ja, ja, genau. Was hat Amy für Noten? Aber Mama, ich hab doch auch... Erzählen Sie es uns mal. Genau. Oh Mann, das ist so unfair. Die schläft doch die ganze Zeit nur im Unterricht. Ja, selbstverständlich. Ich wollte aber davor noch mal ganz kurz über Sadie reden. Also, langweilig. Wie bitte langweilig? Aber es geht doch um ihren Sohn. Er hat super gute Noten. Ach, das interessiert doch niemanden, was Sadie für Noten hat. Wir wollen wissen, was Amy für Noten hat. Amy, also, naja, da sie die ganze Zeit im Unterricht schläft, hat sie meistens keine guten Noten. Was? Ich habe gerade meinen Namen gehört. Oh, Mama, Papa, ihr seid ja hier. Ja, mein Schatz, natürlich sind wir hier. Wir sind hier zum Elterngespräch. Was für ein Elterngespräch? Ja, das meinte ich. Sie bekommt nicht viel mit. Deswegen, Sadie... Kannst du jetzt aufhören, über Sadie zu reden? Wir wollen was über Amy wissen. Ja, aber... Oh, Mann, ey. Oh, Mann. Ich gehe aber nach Hause. Ist mir doch egal. Warum habe ich denn nur so doofe Eltern? Vielleicht, weil du auch doof bist? Ach, sei ruhig. Doch, meine eigenen Eltern mögen mich überhaupt gar nicht. Das ist sowas von fies. Na, wenigstens merkt mich noch mein eigener Opi. Auf Opi kann man sich immer verlassen. Oh mein Gott, wer sind Sie denn? Opi, ich bin's doch, Sadie. Was? Ich kenne kein Sadie. Pass auf, ich werde jetzt die Anti-Sadie-Melodie spielen. Oh, der Einbrecher soll bitte sofort das Haus verlassen. Sofort! Raus mit dir, du Ungetüm! Sonst werde ich dir Böses tun. Opa, geht's dir gut? Oh yeah, yeah, yeah! Mann, das erinnert mich an meine Zeiten, dass ich in der Rockband war. Dabei war ich noch nie in einer Rockband. Ach, na schön, wenn das so ist, dann gehe ich halt. Wenn mich sonst niemand hier haben will, dann werde ich mir ganz einfach ein neues Zuhause suchen. Oh yeah, ich hab's richtig gerockt. Unglaublich. Dann sollen sie halt einfach alleine gucken, wie sie klarkommen, ohne mich. Ich bin schon so weit weg von zu Hause gelaufen und... Und ich habe gar keine Ahnung mehr, wo ich bin. Und abgesehen davon bin ich übelst müde. Oh Mann. Oh Gott, das sieht hier irgendwie ein bisschen gruselig aus. Sollte ich vielleicht jemanden um Hilfe fragen? Hey, du. Oh, na schau mal an, wen wir denn da haben. Wer um alles in der Welt bist du denn? Ich bin Sadie und... Was machst du denn hier so ganz alleine draußen im Dunkeln? Die Stadt ist nicht sicher für kleine Kinder wie dich. Ich hab mich verlaufen. Weißt du ganz zufälligerweise, wo ich wieder... Oh Mann, du siehst voll müde aus. Das bin ich wahrscheinlich auch. Oh Mann. Du solltest sie lieber schnell verschwinden. Aber... Nix aber, hau ab, los! Hey, Tess, geh doch nicht so mit dem Kleinen um. Was? Warum denn nicht? Es ist ein kleiner Junge, Mann, das sieht doch jeder. Pass auf, ich kümmere mich darum. Mein Vater hat sicher irgendwie noch Platz für den Kleinen zu Hause. Hey, Kleiner, komm mal mit. Wenn du heute Nacht irgendwo noch schlafen willst, kannst du gerne mitkommen. Andernfalls kannst du auch hier auf dem Feld schlafen. Ist aber nicht so empfehlenswert. Oh Mann, eigentlich hat Mama gesagt, ich sollte nicht mit Fremden mitgehen. Ah, hat deine Mama das gesagt? Naja, das ist absolut verständlich. Aber sonderlich viele Alternativen hast du ja nicht. Also komm mit mir, Bro. Na gut. Ich schlaf gleich ein. Wow, du machst das ausgezeichnet, meine Kleine. Oh, das sollte reichen für die heutige Klavierstunde. Du bist toll. Ach, ich werde jetzt ganz kurz einmal ein kleines Nickerchen halten. Nickerchen halten? Du hast doch schon vor 20 Minuten ein Nickerchen gehalten. Ja, ja, ich halte halt viele Nickerchen. Oh,
Oh Mann, so, das sollte auf jeden Fall reichen. Wo ist denn eigentlich Sadie hin? Ich habe ihn heute schon die ganze Zeit nicht mehr gesehen. Mama und Papa ist das wohl nicht aufgefallen, aber ich sollte vielleicht mal Opi fragen. Der weiß sicher, wo er ist. Hey, Opi, hast du eigentlich... Cedric gesehen? Hast du ihn gesehen? Ob ich Sadie gesehen habe? Das wollte ich dich auch gerade fragen. Nein, ich habe ihn nicht gesehen. Also doch, ich habe ihn gesehen, um genau zu sein. Ich habe etwas ganz Furchtbares getan. Etwas ganz Furchtbares? Was denn? Ich habe ihn versehentlich aus dem Haus rausgeworfen. Ich konnte mich kurz nicht an ihn erinnern und dachte, er wäre ein Einbrecher. Und dann habe ich meine Rock-Skills rausgeholt, als ich in einer Rockband war. Aber Opi, du warst doch nie in einer Rockband. Ja, weiß ich. Ist mir dann auch eingefallen. Mann, ich muss echt grottig gesungen haben. Das tut nicht zur Sache. Wo ist Sadie? Ich weiß es nicht. Du musst ihn unbedingt suchen. Ich habe es deiner Mutter und deinem Vater schon gesagt, aber sie wollen nicht suchen. Es ist ihnen egal. Sie haben dir nicht mal davon erzählt. Was? Haben sie nicht? Oh, das können sie doch nicht machen. Mein Bruder ist trotzdem immer noch mein Bruder. Ja. Du musst losgehen und ihn finden. Ich werde dir helfen. Er muss hier irgendwo sein. Was wollte ich gerade tun? So was Mieses. Na schön, dann werde ich mich halt eben selbst auf die Suche nach ihm begeben. Hey, Mama und Papa! Ja, was ist denn los, Schätzchen? Ihr seid so blöd! Was? Warum das denn? Ihr habt Sadie einfach aus dem Haus geworfen und es mir nicht mal gesagt, er ist mein Bruder! Was? Aber wir dachten, Sadie interessiert dich nicht. Er interessiert uns doch auch nicht. Oh, ihr seid die blödesten Eltern, die ich jemals hatte. Und dass ich nicht Fehler hatte, tut dabei nicht zur Sache. Was? Aber was haben wir denn falsch gemacht, Schatz? Ach Mann, jetzt werden wir nicht mehr reich. Das ist ja mega dumm. Schatz! Was ist denn los? Du bist so dumm! Ich kann's echt nicht fassen, dass ich dich geheiratet habe! Was um alles in der Welt? Ich verstehe nichts. Muss ich das verstehen? Ach, ist egal. Ich muss ihn finden und ich hab keine Ahnung wo. Um Himmels Willen, wo um alles in der Welt bin ich denn jetzt hier gelandet? Mann, oh Mann, vielleicht sollte ich diese nett aussehende Frau da hinten fragen. Hallo? Oh, Hallöchen. Na, wer bist du denn, junge Dame? Ich bin Amy und ich suche meinen Bruder Sadie. Das ist so ein Junge mit blonden Haaren und er hat einen lilanen Pullover an meistens. Hast du ihn irgendwo gesehen? Einen solchen Jungen? Oh ja, es wird der Junge sein, den Toni mitgenommen hat. Mitgenommen? Genau, ja, um ihn zu finden, müsstest du wahrscheinlich etwas weiter außerhalb gehen, zum Gartenhaus, glaube ich. Da irgendwo wohnt sein Vater. Müsste dein Bruder auch sein. Das ist lieb von dir. Danke für die Hilfe. Oh Gott, Alter. Ich hoffe, ihm ist nichts Schlimmes passiert. Kein Problem. Viel Glück, ihn zu finden. Oh nein. Nein, nein. Bitte nicht. Bitte nicht. Oh, Mann, ey. Oh, oh. Wow, Alter. Das war dringend notwendig. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ferdinand. Hey, danke schön, dass du mich übrigens bei deinem Zuhause aufgenommen hast. Keine Sorge, mein Junge, ich bin allzeit bereit. Oh, Entschuldigung, ich wollte dir nicht im Weg stehen. Ich habe schon wieder vergessen, dass du blind bist. Ja, das ist kein Problem. Ich mag zwar blind sein, aber ich kann immer noch absolut gut mit meiner Umgebung interagieren. Hier, willst du gerne einen Löffel? Ja, ein wunderschöner Löffel. Dankeschön, Ferdinand. Ja. Super, ich mache dann auf jeden Fall mal was zu essen. Heute gibt es leckere Tomaten. So, da bitteschön. Was für ausgezeichnete Tomaten. Oh Mann, du bist so lieb, Ferdinand, und du kümmerst dich um mich, obwohl du dich nicht mal sehen kannst, im Gegensatz zu meinen Eltern. Die sind nämlich voll doof. Ja, ich kenne das, dass die Eltern voll doof sind. Ich hatte auch voll doofe Eltern. Deswegen habe ich mich dazu auch entschieden, obwohl ich selbst nie Kinder hatte, dass ich, wenn ich welche hätte, ein guter Vater werden würde. Genau. Das ist sehr, sehr wichtig, denn das macht sehr viel mit den Menschen, wenn die Eltern ein Kind nicht gut behandeln. Ja, da hast du absolut recht. Ich wünschte manchmal nur, dass Amy das auch so sehen würde. Hier irgendwo muss es doch sein. Das riecht ja absolut ekelhaft hier. Das riecht nach... Nach Sadie! Sadie, bist du hier? Bist du hier? Hey, Katze, hast du Sadie irgendwo gesehen? Was meinst du? Wie kommst du denn darauf, dass Katzen sprechen könnten? Oh, ich weiß nicht. Ich hatte einfach nur so die Vermutung. Aber wenn du nicht sprechen kannst, ist das auch in Ordnung. Tschüss! Naja, sondern ich schlau ist sie ja wirklich nicht. Hallo, ihr, hey! Sie, doofer alter Mann! Sie werden meinem Bruder nichts antun! Oh, Amy, du bist ja hier! Was... Wo sind denn Mama und Papa? Sie haben sich dazu entschieden, dich alleine zu lassen. Und deswegen habe ich mich dazu entschieden, dir zu folgen. Sie sind keine guten Eltern, nur weil sie nett zu mir sind. Sie müssen auch nett zu dir sein. Oh, du...
Du, das meinst du ernst? Du hast dich selber dazu entschieden, Mama und Papa zu verlassen, nur um nach mir zu suchen? Aber natürlich, du bist doch mein Bruder. Oh, Amy, du bist die Allerbeste. Keine Sorge, wir werden das hinbekommen. Wir werden hier gemeinsam ein neues Leben aufbauen können, mit einer viel, viel besseren Familie. Oh ja. Oh ja. Und wenn du gerade schon da bist, Amy. Ich habe mich schon immer gefreut, zwei Söhne zu bekommen. Aber ich bin ein Mädchen. Oh, bist du? Haha, Entschuldigung. Ich sehe nicht sonderlich viel. Aber deswegen habe ich ja meinen blinden Hund. Ich sag lieber nichts. Ach, Sandy, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Oh, Mama, aber warum denn nicht? Naja, es ist schon dunkel und du weißt, draußen sind komische Leute unterwegs. Ach, Quatsch, es wird schon nichts passieren. Ich kenne den Weg zum Supermarkt doch. Hast du denn wirklich ausgerechnet jetzt so Lust auf Kuchen? Ja, und noch viel mehr habe ich Lust darauf, dass die Leute einen Daumen nach oben und ein Abo auf den Kanal da lassen. Ach so, ja, genau, und Kuchen. Ach, wenn du meinst, na schön, dann lauf los. Okay, danke, Mama. Oh, Mann, endlich. Tschüss. Tschüss. Oh Mann, endlich darf ich mal rausgehen, während es noch dunkel ist. Ich wollte schon immer mal alleine zum Supermarkt laufen. Das macht so einen Spaß. Mama braucht sich nicht immer so viel Gedanken machen. Ich kann gut auf mich alleine aufpassen. Also genau hier, dann irgendwie links um die Ecke und dann wieder zurück und dann... Oh nein, Mann, ich hab mich verlaufen. So ein Mist, wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Oh Mann, das sieht aus wie der Sportplatz auf jeden Fall. Ups, oh Mann, jetzt habe ich mir auch noch wehgetan. Oh Mann, das ist voll doof. Wieso bin ich denn nachts alleine rausgegangen? Nachts sieht alles so anders aus. Ich erkenne gar nichts mehr wieder. Ich glaube, ich muss jemanden um Hilfe fragen. Ah, na schau mal an, wen wir da denn haben. Das sollte ein leichtes sein. Hey, Kleiner. Oh, hey. Du hast mich erschreckt. Oh, Entschuldigung. Das wollte ich auf gar keinen Fall. Hast du dich verlaufen? Du siehst irgendwie so alleine hier draußen aus. Nun ja, also ich habe tatsächlich, ich wollte eigentlich zum Supermarkt gehen und. Der Supermarkt? Also, na, das ist doch super. Gar kein Problem. Ich zeige dir, wo er ist. Komm einfach mit mir mit. Oh Mann, so mega vertrauenswürdig sieht er nicht aus. Aber ich habe leider keine andere Möglichkeit. Sag mal, wie heißt du denn, Kleiner? Also, ich heiße Sadie und du? Oh, mein Name ist Geheim. Geheim? Das ist aber ein ganz schön seltsamer Name. Ja, kommt aus dem Französischen. Warte, was? Nein, ich heiße nicht Geheim. Mein Name ist Geheim. Ja, also heißt du Geheim? Nein, das ist... Ach, egal. Komm einfach mit. Ich werde es dir schon noch erklären. So, da wären wir auch schon. Hey, sieht super cool hier aus mit den ganzen Pools und dem ganzen Kram. Aber warte mal ganz kurz. Das ist doch gar nicht der Supermarkt. Oh ja, das hast du richtig gut beobachtet. Aber wenn die nicht beim Supermarkt sind, wo sind wir denn da? Tja, mein Kleiner, das wirst du noch früh genug rausfinden. Ein ausgezeichneter Fang, Sir. Er sollte sich super als unsere neue Putzkraft eignen. Ja, natürlich. Ich weiß immer, was sich gut eignet als Putzkraft. Hey, warum bist du eigentlich nicht am Putzen? Ja, selbstverständlich, Sir. Ich werde sofort damit anfangen. Hup, Hey, das meinte ich nicht mit Putzen. Sieht so für dich etwa Putzen aus? Oh, Entschuldigung. Ich dachte, Sie meinten, ich soll mir die Zähne putzen und ins Bett gehen. Nein, du gehst ins Bett, wenn ich das sage. Und jetzt bring den Kleinen auf sein Zimmer. Er wird morgen ein paar Fragen stellen. Antworte ihm mit dem Nötigsten. Und los geht's. Guten Morgen, der junge Herr. Ich hoffe, Sie haben gut geschlafen. Nein, Mama, bitte noch nicht. Bitte noch 5 Minuten, ja? Junger Herr? Was? Wo alles in der Welt bin ich hier? Was ist das für ein Zimmer? Das ist nicht mein Zimmer. In der Tat. Also, naja, eigentlich falsch. Jetzt ist es dein Zimmer. Was? Aber ich wohne hier nicht. Wo ist meine Mama? Deine Mama wirst du niemals wiedersehen. Du bist nun ein Gefangener von dem Herrn. Ach, Moment, ich darf ja seinen Namen nicht verraten. Moment, was? Ich bin der Gefangene von was? Von irgendjemandem? Das ist völlig korrekt. Sie wurden entführt. Was? Aber das kann doch nicht sein. Natürlich. Wenn man sich nachts alleine auf den Straßen aufhält, ist die Chance dafür etwas höher als tagsüber. Nun folgen Sie mir bitte. Ich werde Ihnen Ihre Aufgaben zeigen und die Hausregeln. Okay, na dann. Ich habe ja wohl keine andere Wahl, oder? Doch, natürlich. Du kannst im Bett bleiben und darauf verzichten. Hey, kann ich wirklich? Ja, dann müsste ich dich dazu zwingen, dass du mit mir kommst. Das wäre weniger schön. Oh,
Dann lasse ich das lieber sein. Also, in diesem Haushalt gibt es eigentlich nur zwei Regeln. Komm mit. Zwei Regeln. Okay, und was sind diese zwei Regeln? Die erste Regel lautet, du musst jedem Befehl gehorchen, der dir gegeben wird. Das ist ja schon mal keine Regel, die mir sonderlich gut gefällt. Und die zweite Regel ist, schau niemals seine Tochter an. Seine Tochter? Von dem Mann von gestern? Jawohl, seine Tochter darf nie angesehen werden. Denn wenn doch, kann Furchtbares passieren. Oh, okay, na gut. Ich hab's mir gemerkt. Ausgezeichnet. Wenn du dich an diese zwei Sachen hältst, dann sollte es kein Problem sein, hier zu bleiben. Oh Mann, und wie lange werde ich hier sein? Naja, ich wurde auch entführt, als ich ein Kind war. Und jetzt bin ich ein alter Mann. Also wahrscheinlich eine ganze Weile. Ach, das ist ja beruhigend. Was? Ich soll mein ganzes Leben lang hier bleiben und für irgendjemanden arbeiten? Ja, ganz genau. Hier hast du einen Staubwedel. Halte das ganze Gebäude bitte sauber. Aber, ich weiß doch nicht mal, wie man mit so einem Ding überhaupt umgeht. Nun, du wirst es schon herausfinden. Ich werde mich mal kurz um die Einkäufe kümmern. Ach ja, und der Herr des Hauses wird bald wieder zurück sein. Also mach bitte keinen Unsinn. Oh Mann, das ist doch... Oh, das ist so schlimm. Ich weiß doch nicht mal, was soll ich mit dem Ding überhaupt machen? Okay, ich glaube mal, ich sollte hier einfach anfangen, die Sachen zu putzen. Irgendwie ein bisschen so oder sowas. Oh Mann, ich hätte einfach auf Mama hören sollen. Wieso habe ich nicht auf Mama gehört? Hey, wer bist du denn? Ich bin die Tochter. Was? Du bist ein Mädchen? Wow, das sieht man hier gar nicht an. Nein, ich meinte natürlich du bist die Tochter und ich bin, du bist... Ja, ich bin die Tochter. Und du bist? Ich ich muss weggucken. Was? Ach so, du meinst wahrscheinlich diese dumme Regel von meinem Vater. Ach, da brauchst du dir keine Sorgen machen. Oh Mann. Aber warum bist du dir da so sicher? Nun ja, siehst du ihn hier irgendwo? Er ist gerade nicht zu Hause. Oh, wenn das so ist? Wow. Ich muss sagen, du bist wunderschön. Oh, dankeschön. Aber warum tut dein Vater denn so böse Sachen? Nun, ich weiß tatsächlich auch nicht, warum er das tut. Irgendwie meint er immer wieder, neue Leute finden zu müssen, die das Haus sauber halten. Aber wenn ich ehrlich bin, glaube ich nicht, dass das erlaubt ist, was er macht. Nein, es ist, glaube ich, nicht erlaubt. Es sei denn, es ist neuerdings erlaubt, dass man Leute einfach nachts entführt und sie dazu zwingt, in irgendeinem Haus zu putzen. Was? Das hat er gemacht? Ja, weißt du davon nichts? Nein, ich wusste davon gar nichts. Ja, auf jeden Fall, so ist es gewesen. Oh Mann, es tut mir so leid, dass das passiert ist. Ich wusste das nicht. Oh, aber, weißt du, ich möchte nicht unbedingt mein ganzes Leben hier verbringen. Deswegen, könntest du mir vielleicht... So, ich bin wieder da. Ah! Albert, was zum Teufel machst du im Pool? Ich habe nur die Temperatur getestet. Dann teste sie mal ganz genau. Die nächsten zwei Tage kannst du da gerne im Pool sitzen bleiben. Zu Befehl, Sir. Yippie, endlich kann ich machen, was ich will. Oh Mann. Hey, ich bin zu Hause. Schätzchen, bist du da? Ich sollte lieber weiter putzen. Oh Gott. Putzen. Der ist ja unser Neuling. Du scheinst ja schon Bekanntschaft mit ihm gemacht zu haben, Schatz. Und der ist sehr fleißig, wie ich sehe. Sehr gut, das gefällt mir. Vielleicht können wir ihn irgendwann durch diesen alten Mann ersetzen. Ich könnte ihn vielleicht mal freilassen oder so. Ich meine natürlich in Rente schicken. Ja, mir geht's gut, Papa. Alles in Ordnung. Sehr gut. Hör mal, Schatz, ich werde heute Nacht ein bisschen woanders schlafen. Ich habe wieder eine wichtige Geschäftsreise zu unternehmen. Du weißt, Geschäfte und Hotels und so. Ja, ich verstehe das auf jeden Fall. Du wirst mit den beiden hier alleine sein, die absolut freiwillig hier sind und auch bezahlt werden. Okay, gut. Dann wünsche ich dir viel Spaß beim Urlaub, Papa. Nein, ich gehe nicht zum Urlaub. Ich mache Geschäftsreisen. Naja, dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Apropos, rede bitte nicht mit diesem blonden, komischen Typen. Ich vertraue ihm irgendwie nicht und es ist verboten. Ja, ich weiß doch, Papa. Dein Wort ist Gesetz. Genau, für manche Leute mehr als für dich. Okay, bis dann. Tschüss. So, dann sollte das auf jeden Fall klappen. Albert! Ja, was gibt es denn? Pass auf die beiden auf. Ich habe irgendwie das dumme Gefühl, dass meine Tochter irgendwas Dummes machen könnte. Okay, werde ich selbstverständlich tun, Sir. Sie können auf mich zählen. Sehr gut, Albert. Ich weiß ganz genau, dass du der Beste für sowas bist. Man sieht sich, Albert. Jawohl, Sir. Aber, Sir, sie laufen gerade auf eine Wand zu. Was tue ich? Ah, hoppala. Oh Mann. Danke für die Information, Albert. Ich weiß natürlich, dass es eine Wand ist. Putzen. Oh Mann, ich glaube, es reicht mit Putzen. Ich bin sowas von fertig. Ich muss ins Bett gehen. Oh Mann. Hey, Albert? Ja, was denn? Ich bin völlig fertig. Darf ich bitte ins Bett gehen? Natürlich darfst du das. Logischerweise darfst du gerne ins Bett gehen. Oh Mann, danke schön. Ich bin sowas von fertig.
Sehr gut, sehr gut. Anna, wo bist du eigentlich? Anna, hallo? Ach, sie wird wahrscheinlich irgendwo unten sein. Oh Mann, sie tut auch immer, was sie will. Oh Mann, das war ganz schön knapp. Gut, dass er nicht hier oben nachgeschaut hat. Sonst hätte er mich eventuell gefunden. Oh, okay. Nein, alles gut. Das war nur mein Spiegelbild. Mann, sehe ich gut aus heute. Warte. Ich habe was anderes zu tun. Psst, Sadie. Hey. Psst. Hallo. Sadie. Sadie. Was? Ja, alles gut. Oh Mann, tut mir leid, ich bin super müde. Oh, du bist es. Was möchtest du denn hier? Ich habe mich entschieden, dir zur Flucht zu verhelfen. Du willst mir zur Flucht verhelfen? Wie ich hier entkommen kann, meinst du? Ganz genau. Ich finde das überhaupt nicht in Ordnung, was mein Papa macht. Und deswegen musst du unbedingt mit mir kommen. Ich weiß ganz genau, wie man hier rauskommt. Mann, du bist die Allerbeste. Danke, dass du das alles für mich tust. Du bist so nett. Und dabei auch noch so gut aussehend und... Hey! Was denn? Mit mir flirten kannst du später, aber wir müssen los. Oh, habe ich geflirtet? Also ich würde das jetzt nicht so nennen, weißt du? Denn wenn man flirtet, macht man das halt so, dass man in etwa, so, ich weiß auch nicht genau, wie das geht. Allerdings, würde ich dann trotzdem sagen, dass das kein Flirten war. Ja, ist das schon gut. Wow, hoppla. Ah, da bist du ja. Warte mal, habt ihr etwa gegen die Regel verstoßen? Ihr beide könnt euch ja gegenseitig sehen. Es ist nicht das, wonach es aussieht. Tut mir leid, ich wollte natürlich nur schlafen gehen. Das ist ja furchtbar. Ich muss es sofort dem Chef erzählen. Nein. Albert, bleib kurz hier, bitte. Was ist denn? Du hast mir nie erzählt, wie du angefangen hast, hier zu arbeiten. Stimmt es, dass mein Papa dich entführt hat? Oh Gott. Euer Vater hat mir gesagt, dass ich dir das niemals erzählen darf. Was? Also ist das wahr? Mein Vater entführt die ganze Zeit irgendwelche Leute? Ach ja, also... wisst ihr was? Ich habe nichts gesehen. Kümmert euch um euren eigenen Kram. Oh Mann, sag mal, wenn du entführt wurdest und gar nicht hier sein willst, wir wollten entkommen. Willst du nicht mit uns kommen? Mit euch kommen? Und das in meinem Alter? Na klar, wir können irgendwo unterkommen, vielleicht bei meiner Mutter oder so. Ich weiß ja nicht. Jetzt haben wir die Gelegenheit. Er ist gerade nicht zu Hause. Wenn ihr das meint, also, okay, gut, lasst uns gehen, aber schnell. Okay, super. Schnell raus hier. Oh. Hey, Leute, ich bin übrigens wieder früher zu Hause. Das Geschäftstreffen wurde abgesagt und deswegen, bin ich wieder da. Albert, meine Güte, es sieht ja hier aus wie im Saustall. Albert, sind die Kleinen schon am Schlafen? Albert, um Himmels Willen, der ist hier. Oh nein, was sollen wir jetzt nur tun? Ich glaube, wir müssen laufen. Es ist jetzt zu spät. Hopp, los. Oh Mann, okay. Aber wir werden niemals hier wegkommen. Lauft, ihr Kleinen, ich kümmere mich drum. Okay, tschüss. Danke, dass du uns geholfen hast, Albert. Du bist so ein toller Mensch. Ach, ja, das bin ich. Das ist Albert schon immer gewesen. Ah, Albert, da bist du ja endlich. Hey, sag mal, was ist eigentlich mit den Kleinen? Denen geht es soweit gut, Sir. Es geht denen gut? Na schön. Ich will mir das Ganze mal persönlich angucken. Ja, Chef, natürlich, selbstverständlich. Ach, das war wirklich eine blöde Nacht, ganz ehrlich. Die ganze Fahrt umsonst. Hey, wo um alles in der Welt ist der Kleine hin? Es tut mir leid, Sir. Ich konnte es nicht anders. Ihre Tochter hat es mir befohlen. Bitte was? Willst du mir etwa erzählen, dass meine Tochter mit diesem kleinen Jungen unterwegs ist und dass sie geflohen sind? So wie Sie es sagen, klingt es natürlich ein bisschen fies, aber ja. Verdammt nochmal! Albert, du bist ein Idiot! Alles muss man selber in Ordnung bringen. Oh Mann, sowas Blödes. Wo sind wir denn jetzt gelandet? Wenn ich mich recht erinnere, ist das hier das Basketballfeld. Aber leider weiß ich auch nicht mehr, wo es hier lang geht. Ach, sowas Blödes und meine Füße tun weh. Oh Mann, ich glaube, er wird uns wieder finden und uns wieder nach Hause bringen. Und ab dann wird er es ganz sicher dafür sorgen, dass wir uns nie wiedersehen. Ach, weißt du, ich möchte das ganz gerne geklärt haben. Und was denn? Ich fand echt süß, was du vorhin zu mir gesagt hast. Und ich muss sagen, ich finde dich auch ziemlich niedlich. Oh Mann, das ist so lieb von dir. Ich liebe dich. Egal. Ja, aber ist das nicht irgendwie ein doofer Zeitpunkt, das zu sagen? Ja, schon, aber wir haben wahrscheinlich sonst keine andere Möglichkeit mehr. Oh, da hast du auf jeden Fall recht. Hey, ihr beiden, was macht ihr denn so ganz alleine hier draußen? Wir sind, Da seid ihr ja also. Wie könnt ihr es wagen, einfach vor mir zu fliehen? Was um alles in der Welt ist hier los? Das sind meine Kinder. Genau, sie sind unartig gewesen und haben sich nachts rausgeschlichen. Nein, das stimmt nicht, das ist eine Lüge. Du, er hat
hat uns entführt. Also, mich hat er entführt und sie ist seine Tochter. Bitte was? Aber... Das ist absolut gelogen. Ich würde niemals Leute entführen, nicht? Nein, bitte, du musst mir glauben. Ich glaube dir erstmal. Ach, so ein Mist. Schnell, geht sofort hinter mich. Okay. Ich weiß doch nicht, wer ich bin. Nein. Ich bin der Achso, du weißt das nicht. Verdammt nochmal. Ist das wirklich das, was du tun willst, Schätzchen? Ja, du bist ein fieser Mann. Und ich möchte nicht mehr bei jemandem wohnen, der Leute entführt. Wenn das so ist... Na schön. Dann viel Spaß und ich werde darauf warten, bis du wieder zurückgekrochen kommst. Oh Mann, ey. Was für ein fieser alter Typ. Kommt, ich bringe euch beide nach, habt ihr denn überhaupt ein Zuhause? Ja, ich hab eins. Okay, dann bringe ich euch dahin. Ist weg für immer. Hey, Mama, ich bin wieder da. Hey, du bist wieder da. Warum hast du denn so lange gebraucht? Wo warst du die ganze Zeit? Also, das ist eine ganz lange Geschichte. Wow, und wer ist das Mädchen da hinten? Nun, das ist auch eine ganz lange Geschichte. Ich bin, seine Freundin? Was? Ich glaube, du musst mir viel erzählen. Okay, Leute, Amy hat überhaupt keine Ahnung, was ich jetzt machen werde. Oh Mann, die wird so sauer sein. La 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 la. Oh, Sadie! Mann, was machst du denn für einen Krach? Lalala, oh, gefällt dir meine Musik etwa nicht? Ich habe mir doch so viel Mühe gegeben, um dich aus dem Bett zu holen. Nein, nicht wenn ich schlafen will. Oh Gott, ich wollte dich doch nicht aufwecken, Amy. Also doch, um genau zu sein, wollte ich genau das. Denn weißt du nicht, was heute für ein Tag ist? Was für ein Tag soll denn sein? Na, heute ist doch Dienstag. Oh, Sadie, ich hab deine Witze sowas von satt. Aber das war doch kein Witz, heute ist wirklich Dienstag. Und abgesehen davon, wir wollten heute doch tauchen gehen. Oh, ja, stimmt ja, wir wollten ja tauchen gehen. Na dann mal los. Siehst du, dass der tolle Bruder wollte ich dich natürlich nicht verschlafen lassen. Los, komm mit. Ja, klar, genau. Na dann ab geht's. Ich glaube, Mama und Papa warten schon auf uns. Hopp, hopp. Mama, Papa, wir werden soweit. Und Amy ist jetzt auch endlich mal wach. Jawohl! Ah, sehr schön. Ihr seid endlich mal fertig? Ach, das ist ja großartig. Na, dann geht es auf zum Tauchen. Ich freue mich schon. Ach ja, und Mama kommt heute nicht mit. Ihr kennt sie doch. Sie hat Angst vorm Schwimmen. Alles sauber. Schwimmen? Nein, schwimmen, das könnt ihr alleine machen. Ich muss hier noch ein bisschen sauber machen. Glitze, glänzend. Oh Mann, du willst dich doch nur da verdrücken. Ach, ist egal. Na gut, dann soll Mama halt ihr langweiliges Haus abstauben. Na dann, los geht's, meine Lieben. Das wird super cool. Oh, ich glaube, mein Mann hat seinen Autoschlüssel vergessen. Na, ich bin ja mal gespannt, wann es ihm auffallen wird. Na dann, los geht's. Wartet mal, Leute, wir haben ein kleines Problem. Mir fehlt das gewisse Teil, um das Auto zu starten. Ich weiß aber nicht mehr, worum es ging. Oh Mann, das ist mal wieder sowas von typisch Papa. Ich wusste es. Ach, der Papa, so ein Dussel. Tja, ohne Mama wäre er verloren. Wow, das sieht ja alles so cool hier aus. Und guck dir das mal an, es gibt sogar Eiswaffeln. Oh, ich will unbedingt eine Eiswaffel haben. Oh Mann, Sadie denkt mal wieder nur ans Essen. Das war ja klar. Hallöchen, ihr Lieben. Habt ihr Lust auf eine super duper Tauchstunde mit mir? Oh ja, ich hab super Lust auf eine Tauchstunde. Das ist ja wunderbar, dann können wir ja gleich loslegen. Kommt, folgt mir, ihr Lieben. Oh Mann, das wird richtig cool. Ich sehe es jetzt schon. Oh ja, also ich kann es doch nicht sehen, denn ich habe meine Brille nicht dabei. Oh, Sadie, du bist so ein Schussel manchmal. Hallöchen, ich bin Philipp, der Tauchlehrer. Schön, dass ihr beide da seid und natürlich schön, dass du da bist. Oh ja, danke schön. Oh, und deine blauen Haare, die finde ich ja auch ganz toll. Oh, danke schön. Also ihr beide wollt auf jeden Fall tauchen, ja, nicht wahr? Aber ihr müsst wissen, das Tauchen ist höchst gefährlich und in diesen Gewässern sind giftige Fische unterwegs, die alles und jeden auffressen können. Wow, echt? Was, wirklich? Cool. Ja, genau, sehr cool auf jeden Fall. Na dann kommt mal mit. Wenn ihr euch der Risiken bewusst seid, dann wird ja euch nichts passieren können. Also, damit ihr euch ein bisschen an das Wasser gewöhnen könnt, könnt ihr einfach mal reinhüpfen. Ups, kommt rein, ihr beiden, das Wasser ist herrlich. Oh ja, Mann, ich will unbedingt die giftigen Fische sehen. Whoop. Aber Sadie, du bist doch gerade mit deinen Klamotten da reingehüpft.
Oh, ups. Du hast recht. Naja, egal. Achtung, Platz da, ich komme. Woo. Okay, und jetzt folgt mir, denn da hinten ist eines der schönsten Dinge, die ihr jemals gesehen habt. Wow, wirklich? Was ist es denn? Ich bin's. Okay. Ach, ich dachte eigentlich, der Scherz kommt besser an. Nein, ich rede natürlich von den wundervollen Wasserfällen. Mann, du hast recht, das sieht ja so cool aus. Wow, Wasserfälle. Das will ich auch sehen. Zeig mal. Ja, das ist eine wunderschöne Naturwelt. Und vor allem unten im Wasser können wir haufenweise Fische beobachten. Wow, die Fische. Ich kann sie sehen. Wie cool. Wow, und die Fische. Die will ich unbedingt sehen. Warte, Amy. Du darfst doch nicht tauchen ohne Taucherausrüstung. Was? Komm sofort wieder hoch. Es ist gefährlich ohne Taucherausrüstung. Oh nein, Achtung. Da kommt der gefährliche gelbe Twitteraal. Warte, ich rette dich. Moment. Das tat so weh. Du hast Glück gehabt, dass nichts Schlimmes passiert ist. Der Twitteraal ist ein unfassbar unberechenbares und gefährliches Tier. Schnell, kommt mit mir mit. Ich muss euch direkt wieder rausbringen. Oh Mann, das ist viel zu gefährlich. Oh Mann, Amy. Gott sei Dank ist dir nichts passiert. Ich könnte doch niemals ohne meine Schwester leben. Oh Mann, das war richtig knapp. Ich will nie wieder tauchen gehen. Ja, das reicht mir jetzt auch erstmal. Abgesehen davon, was ist denn mit deinem Gesicht? Mit meinem Gesicht? Hä, wieso? Was ist mit meinem Gesicht? Du hast, ist doch nicht so wichtig. Ich hab mich nur wohl verguckt. Mann, wie soll ich dir das nur sagen? Ach, jetzt hole ich mir noch schnell einen Käse. Ah! Oh Gott, wer ist das denn? Was? Mama, das bin doch ich und Amy. Aber was, Amy, was hast du denn im Gesicht? Was ist denn passiert? Oh mein Gott, wie siehst du aus? Was? Wie sehe ich denn aus? Was habe ich denn im Gesicht? Das habe ich auch schon versucht, dir vorhin zu erklären. Du hast etwas, ich weiß nicht, was das ist. Oh weia, das muss ich mir aber ganz schnell angucken. Oh Mann, was haben die denn mit meinem Gesicht? Die haben sich ja alle total erschrocken. Was ist denn? Wow! Oh mein Gott, wie sehe ich denn aus? Mein Gesicht, es ist furchtbar. Ich sehe ganz schlimm aus, wie ein Monster. Oh Gott, so kann ich gar nicht mehr rausgehen, wenn mich jemand sieht. Hey, Amy, du. Nein, Zeddy, bitte guck mich nicht an. Ich sehe scheußlich aus. Was? Nein, du siehst überhaupt nicht scheußlich aus. Du bist immer noch genauso hübsch wie immer. Falls du sie warst. Nein. Du bist total hübsch. Wirklich. Ehrlich? Meinst du, kann ich so wieder rausgehen? Also, der Tauchlehrer hat gerade angerufen und hat gesagt, dass der Twitterwald giftig ist. Und das, was du da hast, wird wahrscheinlich für immer bleiben. Für immer? Oh Mann, das war jetzt nicht der beste Zeitpunkt, um ihr das zu sagen, oder? Oh Mann, das ist ja ganz schrecklich. Aber, mein Schatz, was ist denn los? Oh, Opa Gilbert, bist du das? Natürlich bin ich es, meine kleine Amy. Ach, Amy, was liegt dir denn auf dem Darm, auf dem Herzen? Wobei kann Opa Gilbert dir denn behilflich sein? Ich hatte einen Unfall beim Tauchen. Da war so ein Fisch, der war mega giftig und der hat mich gebissen und mein Gesicht sieht jetzt ganz schlimm aus. Ich habe ganz, ganz viele weiße Flecken auf einmal im Gesicht und die sollen für immer bleiben und das ist einfach nur schrecklich. Ach, meine kleine Amy, man muss auch manchmal die ungemütlichen Seiten des Lebens ernst nehmen. Puh, Opa, aber du saßt doch gerade nicht mehr auf dem Klo. Ja, mein Schatz. Was? Oh, du hast natürlich recht. Hoppla. Um ehrlich zu sein, finde ich die Flecken in deinem Gesicht sogar wirklich sehr hübsch. Weißt du, ich kenne da aus meiner Kindheit noch einen guten alten Freund, der dir vielleicht ein bisschen helfen könnte, was damit zu machen. Er kennt sich super gut aus mit außergewöhnlichen Menschen, genauso wie du einer bist. Okay, wenn du meinst, na gut, dann werde ich das wohl mal probieren. Danke, dann tschüss, Opa Gilbert. Danke für deinen Rat. Immer gerne, mein Schatz. Du kannst auf zwei Dinge bei mir vertrauen. Auf meine unendliche Weisheit und meine unendlichen Darmblähungen. Oh, puh, schnell weg hier, schnell weg. Amy, sag mal, ich finde das zwar absolut toll, dass du wieder glücklich bist, aber wo genau sind wir denn hier eigentlich? Ach, ich weiß es auch nicht, Zeddy. Aber Opa Gilbert meinte, dass hier ein Freund von ihm wartet auf uns. Und irgendwas hat er vor. Hallöchen! Oh!
Nicht erschrecken, ich weiß, dass mein Gesicht fürchterlich aussieht. Fürchterlich? Was redest du denn da? Du hast das hübscheste Gesicht, was ich jemals gesehen habe. Ja klar, mach dich doch noch weiter über mich lustig. Nein, Blödsinn. Du siehst wirklich fabelhaft aus. Weißt du, man kann das auf viele Art und Weisen sehen. Ich finde, dass du ein absolut wundervolles Gesicht hast. Und ich finde das überhaupt nicht hässlich. Und weißt du was, ich werde es dir beweisen. Lass uns richtig tolle Fotos machen. Und wir können dich richtig bekannt machen. Meinst du das wirklich ernst? Oh Mann, das ist ja der Wahnsinn. Aber natürlich meine ich das ernst. Komm, stell dich dahin. Wir können direkt die ersten Fotos machen von dir als Piratin. Oh, Pirat wollte ich schon immer mal sein. Arr, ich bin der Kapitän. Ei, ei. Ey, kannst du mal bitte von der Bühne runtergehen? Er hat dich nicht gefragt, sondern deine Schwester. Hä, ein sprechender Affe? Oh Mann, ich glaube, ich habe wohl eine Kokosnuss auf den Kopf bekommen. Okay, dann werde ich das wohl jetzt machen. Und was muss ich tun? Gar nichts. Du musst einfach nur du selbst sein. So, und boom, und boom. Oh Mann, das wird wirklich perfekt. Wow, meine Schwester ist ein Superstar. Ich wusste, dass das mal mit dir passieren würde. Wow, das macht aber auch wirklich Spaß. Hier, Cheese, Spaghetti. Oh, genau. Warte mal, da fällt mir gerade ein, ich habe ziemlich viel Hunger. Ich sollte lieber mal was zu essen gehen holen. Tschüss. Er denkt immer noch nur ans Essen. Und wie war das für dich, mal richtig eine Piratin zu sein? Arr! Ach, das war mega cool. Das hat wirklich viel Spaß gemacht. Echt jetzt, ich freue mich schon auf die nächsten Projekte. Ei, ich glaube, ich fall vom Glauben ab. Ist das etwa Amy? Wow, meinst du etwa mich? Ei, natürlich, meine ich dich. Oh, das ist ja der Wahnsinn. Oh, du siehst so in echt noch viel hübscher aus in der Zeitung. Oh, warte mal ganz kurz. Du hast schon mal was von Amy gehört? Und sie war in der Zeitung? Ei, freilich. Ich hab dich gesehen in dem super tollen Magazin, in dem ganz viele tolle Piratensachen drin sind. Mega cool. Und ich bin so neidisch auf dich. Ich kenn auch gern solche tollen Flecken in meinem Gesicht. Was? Aber, Können wir ein Foto machen? Sadie, soll ich das machen? Ja klar sollst du das machen, das ist dein Zeitpunkt. Oh Mann, das ist so cool. Okay, dann lass uns mal ein Foto machen. Spaghetti Bolognese. Spaghetti Bolognese. Mit ein bisschen Käse. Und das kommt alles rein in die Bolognese. Okay, ist gut. Ich würde trotzdem sagen, liebe Freunde, das war's mit der heutigen Folge Avatar World. Um keine weiteren Videos mehr zu verpassen, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben und auf den Kanal da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein und ciao.